Menschen machen irgendwie schon immer Müll. In gewisser Weise können wir sagen, glücklicherweise, sonst wüssten wir von unseren Vorfahren nicht so viel. Ja, Archäologen suchen im Müll. Und was sie finden, ist im Wesentlichen Müll. Es sind die Dinge, die achtlos weggeworfen wurden. Ja, Splitter, die beim Hauen von Steinen übrig geblieben sind und die man hat liegen lassen. Ja, und heute finden die Archäologen sie. Und glauben übrigens, leben immer in dem Komplex, dass sie eigentlich das Wesentliche verpassen. Ja, sie finden ja nur den Müll. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob sie nicht gerade das Wesentliche finden, das, was über eine Zivilisation am meisten aussagt. Und wenn man diese geschichtliche Spur der Zivilisation liest, dann sieht man einige Entwicklungsgesetze. Ja, wir alle kennen die Erfolgsgeschichte der Menschheit, die große Fortschrittsgeschichte, die Geschichte der großen Erfindungen einer sich immer weiterentwickelnden Technologie, die es uns erlaubt, immer komfortabler zu leben und mit dem Unbill der Natur immer besser zurechtzukommen. Das mag auch eine Facette der Wirklichkeit sein. Aber diese Erfolgsgeschichte hat eben auch eine Rückseite. Je komplexer die Technologien werden, desto komplexer wird auch der Müll, der anfällt. Und das ist ein Verdacht, der einem heute kommen kann. Die Komplexität des Mülls wächst vielleicht sogar schneller als die unserer Technologie.